is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Die siebte Plage veranschaulicht. Bist du gewesen, wo der Schnee herkommt? Oder hast du gesehen, wo der Hagel herkommt, die ich verwahrt habe für die Zeit der Trübsal? Byron Belden, Sarah Belden und Schwester Mai Lacey begleiteten mich zu einer verabredeten Begegnung in Prospect, Australien. Als wir aus dem Versammlungshaus herauskamen, sahen wir einen Sturm ausziehen, so unheilverkündend, dass wir mit unseren Pferden so schnell fuhren, wie wir es wagten. Wir waren fast zu Hause, als sich die Wut des Unwetters entlud. Große Hagelkörner fielen, so groß wie Hühnereier. Die junge Stute war darüber sehr erschrocken, weil die Hagelkörner sie mit furchtbarer Wucht trafen. Ich sagte: Byron, steig schnell aus, geh zu ihrem Kopf und rede mit ihr. Lass die Pferde wissen, dass nicht du es bist, der sie schlägt. Er sprang auf und befolgte den Vorschlag. Ich sagte: May Lacey, Sarah, steigt aus. Das taten sie auch. Ich stieg als nächstes aus. May und Sarah halfen mir dabei. Der Wind blies so heftig, dass uns die Hüte vom Kopf gerissen wurden und die Kissen wurden aus dem Wagen weggelegt. Die schweren Wagenkissen, die Schirme und die Kutschendecken wurden aus freies Feld gepustet und flogen in alle Richtungen davon. Das war ein Bild. Schwester Belden, May Lacey und ich erreichten das Haus ohne Hut. Byron blieb bei dem jungen Pferd. Das Arme war ganz verschreckt. Wir konnten nur unser Herzen zu Gott erheben und ihm für seine Hilfe danken. Das war das schlimmste Erlebnis, das ich je in einer Pferdekutsche in einem Sturm hatte. Ich dachte an den Tag, an dem die Gerichte Gottes in die Welt hereinbrechen würden, wenn Finsternis und ein schreckliches Dunkel den Himmel wie ein härenes Sacktuch bedecken wird. In meiner Fantasie malte ich mir aus, was in jener Zeit geschehen wird, wenn der Herr mit mächtiger Stimme seine Engel beauftragt: Geht hin und gießt aus die sieben Schalen des Zornes Gottes auf die Erde. Offenbarung 6 und 7 sind sehr bedeutungsvoll. Schrecklich sind die Gerichte Gottes, die darin offenbart sind. Die sieben Engel standen vor Gott, um ihre Aufträge entgegenzunehmen. Ihnen wurden sieben Posaunen gegeben. Der Herr machte sich auf, die Einwohner der Erde zu strafen. Wenn die Plagen Gottes über die Erde hereinbrechen, werden zentnerschwere Hagelsteine auf die Ungerechten fallen. The Lord is coming. Are you ready?